Wie fühlt es sich eigentlich an, schwanger zu sein? Das fragen mich immer so viele. Ich bin erstmal gegen meine Freundin gerannt. Mein Bauch ist ungefähr so groß jetzt wie diese Honigmelone. Die haben wir jetzt erstmal an Maggies Bauch befestigt. Und ja, dann startet jetzt mal unser Experiment, wie sie sich so schlägt. Als allererstes habe ich ihren Stuhl dahingestellt. Dann sollte sie sich mal versuchen, die Schuhe anzuziehen. Und ja, es war gar nicht so einfach. Dann sollte sie sich mal die Beine rasieren. Ist gar nicht ja, so leicht, wie man denkt. Und aus dem Bett kam sie auch nicht so gut. Aber natürlich, man ist nicht krank, wenn man schwanger ist. Aber es wird alles schwieriger. Sachen aufheben, Wäsche waschen. Aber ich freue mich so sehr auf mein Baby und das geht.